Also heute geht es um Stative und um einen Panoramakopf. Ihr kennt alle diese normalen, großen, kleinen, billigen, teuren Stative. Und wir machen ein volles Unboxing mit Test und Review. Deshalb ist es wieder mal ein bisschen lang, aber das kennt ihr ja langsam schon von mir. Weil ich muss eben die ganze Information rüberbringen und nicht nur irgendwas, was diversen Leuten gefällt, sondern alles, was ich darüber über das Teil rausbekommen habe eben. So, und deshalb testen wir den Photopro IPH03. Das ist ein elektronischer Panoramakopf mit Fernbedienung. Der kann sich 360 Grad, also endlos, drehen. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist das in einer einfachen Verpackung, Plastikblister. Und ist eine Fernbedienung dabei und ein Halter für eine GoPro oder ähnliche Geräte und ein Halter für ein Handy eben. Er ist auch überwiegend fürs Handy gedacht. Deswegen kommen am Ende auch Beispielvideos, die ich damit gemacht habe, mit dem Handy und nicht mit den anderen Geräten, die ich zwischendurch auch getestet habe. So, das ist der normale Halter fürs Handy. Da kann man bis zu 12,85 mm breite Handys einspannen. Das ist gummiert, alles wunderbar gemacht, aus Aluminium gearbeitet. Da fällt nichts auseinander, da kann man nichts verlieren, das ist alles ganz toll gelöst. Also Verarbeitung generell ist okay. Das Ganze basiert natürlich auf 1/4 Zoll Gewinden, wie in der Foto Stativ oder wie bei den Stativen üblich. Und da ist also, wie gesagt, oben dieses 1/4 Zoll Gewinde und auch unten unter dem Panoramakopf. So kann man den auch auf ein großes Stativ zum Beispiel aufschrauben und kann ihn da verwenden. Aber er hat auch Beine, das sehen wir dann gleich, dass man ihn als einzeln selbst als Stativ auch verwenden kann. Was sehr gut funktioniert, wie wir später sehen werden. Denkt dran, am Ende nach dem Abspannen kommen auch noch Bilder von dem Teil. Wie ich das eigentlich immer so gern mache, weil dann kann man auch nochmal so Details diverse gucken und sehen. Danke. So, das ist dann klar für die Actioncam-Halterungen. Die Gummiauflage hat einen Durchmesser von 23 mm, wo dann sämtliche Geräte bis 500 Gramm drauf befestigt werden können. Oder eben so jetzt mit dem Tauchgehäuse, nenne ich es mal so, mit dem wasserdichten Gehäuse. So, das Teil hat verschiedene Funktionen, einen eingebauten Akku, mit dem er in 8 Stunden laden kann und der 3 Stunden dauerhaftes Arbeiten mit dem Panoramakopf ermöglichen soll. Das sieht doch ganz gut aus, das Ding scheint sehr wenig Strom zu verlangen. Man kann 500 Gramm, wie gesagt, kann man aufladen, da kommen wir aber später nochmal zu. Und wir haben eine verstellbare Rotationsgeschwindigkeit von 2 Umdrehungen pro Minute. Bis zu 5 Umdrehungen pro Minute, was eindeutig etwas schnell zu sein scheint. So wie ich das fest... In der Fernbedienung ist natürlich auch ein Shutter, eine Fernbedienung fürs Handy dann, die über Bluetooth eben ermöglicht, Video zu starten bzw. Bilder auszulösen. Reichweite der Infrarot-Fernbedienung sind ca. 5 Meter. Bluetooth zum Auslösen des Handy oder der Handy-Fotofunktion ist natürlich dann etwas weiter oder anders anzusehen. Das ist der Ein- und Ausschaltknopf. An der Seite haben wir Bluetooth-Auge, Infrarot-Auge, Entschuldigung. Und unten drunter die Leuchtdiode. Ausgeklappt hat es einen Durchmesser von maximal 92 mm, zusammengefaltet von 58,2 mm. Die gesamte Höhe beträgt 66 mm, also vom Gewinde bis zum Aufstellen. Und 61,5 ohne Millimeter, ohne Gewinde. 23 mm war der Durchmesser von der Gummiauflage. Und ja, das ist eigentlich schon das Ganze. Wie gesagt, 500 Gramm sind Zuladung erlaubt. Mit den Pfeiltasten stelle ich die Drehrichtung links oder rechts. Und oben mit Plus und Minus verstelle ich die Geschwindigkeit der Rotation. Dann habe ich eine Taste für eine 90 Grad Schwenkfunktion, das heißt, ab der Position, wo das Teil steht, schwenkt das dann 90 Grad vor und zurück. Was in den meisten Fällen allerdings nicht ganz 90 Grad sind, sondern so 45, 50, 60 Grad, hängt von der Geschwindigkeit, die am Kopf eingestellt ist, ab. Das ist also nicht ganz korrekt. Je langsamer ist, je weiter schwenkt er, wollen wir es mal so sehen.
Das Ganze ist nicht ganz spielfrei, das heißt an den Momenten, wo er umschaltet oder wo er anfängt, die Rotation zu beginnen, merkt man deutlich auf dem Film später, dass es anfängt zu ruckeln, beziehungsweise dass es einen Moment braucht, bis es reagiert. Das ist nicht bei dem Preis ist das okay, aber das kann man später dann in der Bildbearbeitung auch noch rausschneiden, in der Videobearbeitung, meine ich. Ansonsten funktioniert das alles super. Da sieht man jetzt die Schwenkfunktion, die keine 90 Grad schwenkt. Das sieht man so schon mit dem bloßen Auge. Mit dem Ein- und Ausschalter tut man nicht das ganze Gerät ein- und ausschalten, sondern nur die Funktion stoppen zum Beispiel. Dann habe ich einen 10-Sekunden-Schalter, der bedeutet, wenn ich den drücke, habe ich Funktion, die sehen wir dann später noch, dann tut er alle 10 Sekunden um 5 Grad weiterschwenken. Dieses funktioniert allerdings nur in Clockwise, also in Counterclockwise, in entgegen des Uhrzeigersinns. Und das ist keine Ahnung warum, aber es ist nicht beschrieben, es ist definitiv so, es läuft nur im entgegen des Uhrzeigersinns und schwenkt dann aber alle 10 Sekunden für 5 Grad, so lange bis ich das stoppe. So, Laila mag es wohl auch auf dem Ding der Rotation zu frönen. Hier verbinden wir mal den Bluetooth mit dem Foto Pro, so heißt das Teil dann. Das geht also problemlos, wie man es vom Bluetooth kennt, mehr oder weniger problemlos, muss man da wohl sagen. Ne, das ist also alles ganz normal. Und dann kann ich eben über die Fernbedienung in der Mitte mit dem Shutter kann ich eben ein Bild auslösen. Ich da jetzt drauf drücke, so, jetzt habe ich ein Bild von einem Hintergrund erstellt. Also kein Problem alles. So, jetzt testen wir das Ganze mal mit einem Handy, also ganz normal. Das ist jetzt ein schweres Handy, das hat einen sehr starken Akku. Keine Ahnung wie schwer, habe ich weiter nicht beobachtet. Wir kommen aber noch zu weiteren Geräten, weil ich will ja wissen, was so geht. Das geht also alles tadellos. Also es ist wirklich ganz hervorragend, steht sicher und läuft auch so ganz schön rund. Rotation, egal in welcher Richtung, ist immer mit dem zu stoppen. Also das rotiert so lange, wie ich das laufen lasse oder so lange, wie eben der Akku voll ist. Also die kann ich mit der Hand jederzeit umschalten oder stoppen oder die Richtung ändern, das ist kein Thema. Aber solange ich da nichts mache, bleibt die Funktion erhalten. Hier haben wir nochmal diese Schwenkfunktion. Schwenkt mir mal sehr schnell. Wie man schon sieht, ist das eindeutig zu schnell für die meisten Funktionen. Natürlich sind auch andere Geräte, die einen 1/4 Zoll Anschluss unter dem oder Foto-Videogeräte, wie man hier sieht, eine Videokamera mit 204 Gramm, also alles kein Thema, läuft wunderbar, egal was ich da treibe. Auch diese Teile sind alle hervorragend mit dem Foto Pro zu verwenden. Um es auch nicht zu vergessen, die klassische Digitalkamera ist natürlich auch kein Ding, kann man tadellos auch mit Filmen. Fernbedienung oder Fernauslösung ist dann natürlich normalerweise nicht vorgesehen. Das ist dann nur eine Sache fürs Handy.
Aber wie gesagt, auch eine normale Digitalkamera kann man damit tadellos rotieren lassen und filmen. Aber das wäre ja kein Test, bei nichts sinnvoll gibt's nicht, wenn man nicht mal was Extremes versuchen würden. Und zwar meine alte Canon D10 Spiegelreflexkamera mit Batteriepack und einem Gesamtgewicht von 1464 Gramm. Also mehr wie das Doppelte, fast das Dreifache des zugelassenen Gewichtes. Aufgrund der relativ mittigen Befestigung läuft das wirklich tadellos, also da kann man nicht meckern, gut, wenn nichts im Weg steht, muss man davon sagen, aber im Großen und Ganzen ist das kein Ding. Also selbst das ist möglich und rotiert einwandfrei. Das ist natürlich grenzwertig, also das ist auch nicht erlaubt laut der Bedienungsanleitung, also bis da sind 500 Gramm zugesichert. Ich denke mal, Voraussetzung ist eben, dass es plan bzw. in der Waage aufsteht und halt gut in der Zentrierung ist, vom Gewinde, wo das Gewinde an der Kamera besteht. Wenn das jetzt sehr außermittig wäre, so wie eben bei der Digitalkamera, würde das mit Sicherheit nicht funktionieren. Aber bei dieser Kamera, wie gesagt, weil kein Ding, also tadellos in der Funktion. Gerade bei so einem extrem hohen Gewicht sieht man, wenn man die Richtung umschaltet, wie das im Moment wackelt, weil es nicht ganz spielfrei ist. Das ist dann, wie gesagt, später zu bearbeiten in einem eventuellen Video, weil das sieht man dann hier ganz schön bei dem schweren Teil. Also ich mag den IPH03 von PhotoPro. Ich habe ihn jetzt getestet, habe ihn mitgenommen, ich war ein paar Tage weg. Und bin begeistert. Also das ist wirklich so, für wenn man mal was festhalten will, man kann ihn ein ganz normales Stativ benutzen, ohne Drehung. Man kann ihn drehen lassen, man kann filmen, man kann Bilder machen, tadellos. So, hier sehen wir diese Funktion mit alle 10 Sekunden 5 Grad Drehung. Die Drehung ist immer, die ist nicht veränderbar, in entgegen des Uhrzeigersinns. Und wie gesagt, alle 10 Sekunden 5 Grad Drehung. Das Ganze natürlich hier im Zeitraffer, damit wir nicht jetzt noch ein längeres Video dabei rausbekommen. Aber ich wollte es halt gern doch noch zeigen, wie es aussieht. Definitiv geht es nur entgegen des Uhrzeigersinns. Ja, hier kommen wir jetzt nur zu den Videos, die ich damit aufgenommen habe im Handy. Also wenn da Probleme mit Ruckeln oder so entstehen, kommen die eindeutig durchs Handy. Das Teil dreht sich dann schon, wenn es also in der Rotation sich befindet, tadellos und ohne Fehler. Und da kann man nicht meckern. Hier so ein paar Impressionen. Innerhalb von Räumen ist das Ganze natürlich etwas schwieriger. Durch die nahe Entfernung zum PhotoPro wird natürlich die Geschwindigkeit quasi höher. Außerhalb ist das Ganze dann natürlich auch wieder noch dann eher zu gebrauchen, als wenn ich ein riesiges Panorama hätte mit riesigen Entfernungen oder ein richtiges Panorama-Filmchen machen wollte, wo ich auf einer Bergkuppe oder irgend sowas bin, dann könnte ich sicherlich auch eine höhere Drehgeschwindigkeit verwenden. Das sind dann außerhalb Aufnahmen und man sieht es das Ganze da schon etwas anders. Hier habe ich mich etwas für Kultur interessiert, beziehungsweise für die Altertümer der Region, wo ich war. Und da habe ich dann das ganze Teil auch eben mal schön ausprobieren können. Obwohl es sehr, sehr kalt und windig war, hat das alles sehr gut funktioniert. Also ein PhotoPro, ich mag ihn sehr und ich werde ihn nicht mehr missen, wenn ich irgendwo hingehe. Auf jeden Fall wegfahre ein paar Tage oder mal irgendwo eine Sehenswürdigkeit oder so, werde ich auf jeden Fall meinen PhotoPro mitnehmen. Weil er ist ja auch finanziell erträglich.
Also ich kann den imperialen Freunden hier den Fotopro empfehlen für das Festhalten ihrer monumentalen Bauwerke. Wäre das sicherlich eine feine Sache gewesen. Und ja, wer selber nichts kann, brüstet sich eben mit seinen imperialen Freunden. Ein kleiner Joke zum Ende. Danke fürs Gucken und viel Spaß mit dem Teil, falls ihr es kaufen wollt. Jetzt kommen noch ein paar Bilder und danke fürs Gucken, wie gesagt. Und bitte abonnieren und liken, falls es euch gefallen hat. Danke, bye.